Herzlich willkommen zurück zu Super Smash Bros. Ultimate. Heute geht's nach Shadow Moses. Eine richtig gute Stage, wie ich finde, weil für Metal Gear Fans extrem geil ist. Ich hab's leider schon mal aufgenommen, da war meine Festplatte wieder mal voll. Ich hasse es. 4K-Videos. Die nehmen halt den ganzen Speicherplatz weg. Gut. Fangen wir halt nochmal an. Macht ja nichts. Geht ja eigentlich relativ schnell. So, jetzt erstmal natürlich normal, wo man die Wände kaputt machen kann. Ohne Stage Hazards. Richtig chillig. Dann nehme ich meine Inkling wieder. Und Free Fall. Die Stage an sich ist eigentlich unspielbar und competitive der größte Rotz. Aber designtechnisch finde ich die dann doch schon sehr eindrucksvoll, die Stage. Deswegen, schaut es euch am besten an. Also wir haben hier natürlich eine Bodenstage. Und ja, wie soll ich sagen? Die Wände kann man kaputt machen und dann hat man auch Walk-Offs. Walk-Offs sind immer kacke. Wir haben hier oben eine Durchschlüpferplattform, die sich hier oben erstreckt. Und zwei andere kleine Durchschlüpferplattformen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele die aushalten, aber 3-4 Smashes halten die schon aus und dann gehen die halt kaputt. Dann hat man da Walk-Offs und kann Gegner ausschenken. Deswegen ganz großer Mist. Die Wände an sich, dass sie da sind und es keinen Abgrund gibt, dass man nicht rausfliegen kann quasi. So oft zu Tech-Situationen kommt und sehr lange nie überlebt. Das ist halt ganz, ganz große Scheiße, Leute. Und ja, wie soll ich sagen? Deswegen ist die Competitive natürlich Mist. Competitive gebe ich hier eine 5. Spielspaß gebe ich hier auch 5 plus, würde ich sagen. Aber designtechnisch mit den Metal Gear Projekten im Hintergrund. Metal Gear Rex kann kommen, Metal Gear Ray und die Walker. Aus dem Metal Gear Universum. Und dann mit dem Schneesturm. Dann dieses Ambiente, das zweite Abschnitt von Metal Gear Solid. Wo man eben halt im Schneesturm da das Hauptgebäude kommen musste. Und sich da rein sneaken musste. Mega geil. Richtig gut umgesetzt. Ich find's cool. Und damit der Scheinwerfer auch. Der bezweckt eigentlich nichts. Selbst wenn er entdeckt wird, passiert nichts. Ist halt eine gewisse Zeit im Rampenlicht. Schöne Metal Gear Anspielung. Und da ist Metal Gear Rex, der Final Boss. Quasi aus Metal Gear Solid. Das Metal Gear Projekt von Liquid Snake. Richtig schön. Also designtechnisch muss ich schon sagen, ist 1 plus mit Sternchen, ne? Aber insgesamt gebe ich der Stage dann tatsächlich doch nur eine 3 minus, weil man quasi hier nicht richtig drauf spielen kann. Wie ich finde. Und tschüss, Mann. Was? What? Ja, beste Stage Competitive. Ihr habt's gesehen, ne? Was zum Geier. Der ist eindeutig rausgeflogen. Da die Wand wieder neu errichtet wurde, gab's natürlich kein Blaster mehr und er wurde gerettet. So ein Quatsch, ey. Holy shit. Inkling. Inkling. Ein Anfeuer, ne? Man kann die ganze Zeit tacken und ewig lang überleben. Schon der größte Rotz eigentlich, Stage. Und da ist er weg. Upthrow up air. Classic Inkling-Kombo. Und du bist der nächste Luigi. Ah, er überlebt. Was? Noch Ink, ja. Ink habe ich noch, zum Glück. Komm, Spieler, besiegt. Mann, ich habe kein Ink mehr. Wollte ja Out of Shield kriegen, aber das hat nicht funktioniert irgendwie. Das wird natürlich jetzt schwer, den da zu killen, solange die Wände noch da sind. Dann kill ihn doch. Kill ihn doch. Ah, ich krieg ihn nicht. Eine Abwehr würde reichen hier oben. Abflow wird auch nicht reichen, ne? Ich kann die Leute hier nicht killen mit Inkling.
Ingrid killt meistens zur Seite raus. Mit Roller F-Smash oder so. Oder Back-Air oder Back-Throw. Roller Up-Smash geht nicht gegen jeden Char. Ich glaube gegen Luigi nicht mal. Weiß ich jetzt nicht. Muss ich ausprobieren. Auf Missfire zu attempten, Mann. Versucht immer Missfire zu kriegen, ihr Arsch. Hör auf damit, Mann. Missfire ist unfair. Versuch auf ehrliche Art und Weise zu gewinnen. Schon wieder Missfire attempt. Und er kriegt es da. What, Sohn? Fahrt zur Hölle, Mann. Der ist brennend in der Hölle. Schmoren. Typ, er weiß ganz genau, dass er nicht gewinnen kann. Nur Missfire. Oh Junge. Geht der mir auf den Sack, dieser Luigi. Nur Missfire. Hat nur Side B gemacht und das ist ein Level 9er PC. Come on, bro. Du hast lächerlich, das habe ich noch nie gesehen. Ohne Scheiß. Möchte bei einigen Level 9er werden etwas stärker. Falsch gedacht, nur Missfire. Okay, let's go. Jetzt das Ganze mit Stage Hazards. Stage Hazards aus. Kann schon wieder ansagen. Und jetzt machen wir hier mal ein paar gute Metal Gear Tracks an. Caverns habe ich Bock drauf. Mega geiler Track. Kriege ich immer Gänsehaut, so geil ist der Track. Versuche! Okay, 1 gegen 1. Bei dieser Stage, wo man nicht sterben kann, weil die Wände bleiben natürlich jetzt bestehen. Super nervig, der ganze Scheiß. Eure Meinung natürlich auch gern wieder gefragt zu der Stage. Wenn ihr auch Metal Gear Fan. Warum kommt jetzt Keller nicht? Auch Metal Gear Fan seid, dann haut raus. Oh man! Mit schnellen Chars habe ich auch sehr großes Problem mit Inkling. Ja. Metal Gear Ray, was geht? Boah, Tornado Knight oder was haben wir hier? Ja, ich kann tanken, mein Freund. So ist es nicht. Boah, ist echt unplayable, die Stage. Hier kann ich nicht gewinnen. Hat nichts mit Competitive oder so zu tun. Nichts. Nichts mit Skill zu tun hier. Na, ja, campt da oben, weil du mich hochhaben willst, ne? Die richtige Strategie. Nur leider Gottes. Na, leider Gottes habe ich verkackt, richtig. Mann, lass doch jetzt hier unten mal kämpfen, Junge. Ich gehe da nicht mehr hoch. So, hoch mit dir. Und Backthrow wird eh nicht reichen. Er attackt. Hey, ich weiß nicht, wie ich hier killen soll, ganz ehrlich. Ist halt Shadow Moses. Hier kann man nicht töten. Leute, diese Map ist so ballsucking. Unglaublich, bei 200% erst. Naja, soll mir recht sein. Das überlebe ich halt auch dafür lange, ne? Hoffe ich mal. Hoffe ich mal, wer weiß, was hier noch passiert. Ah ja. Oh Mann, er spielt zu Meta Knights. Das ist doch bescheuert. Nur Specials, ey. Es macht keinen Spaß, gegen diesen Bot zu spielen. Die spielen so schlecht. Er spielt so. Ohne Witz.
Das ist richtig frustrierend. Guck mal, nur Specials. Meine Fresse, das sind die schlechtesten Moves vom Meta. Nein, warum macht er das? So richtig bad. Das ist ein Level 9er. Komm schon, ey. Du sollst wenigstens versuchen. Fühle ich mich einfach nur schlecht. Junge, ist jetzt mal... Oh, Leute. Es macht keinen Spaß, gegen diesen Meta da zu spielen. Tschüss. Fahr zur Hölle, Mann. Auf Nimmerwiedersehen. Ja, geil. Funktionieren nicht, Controller. Hoch mit dir. Und nochmal hoch mit dir. Warum versuche ich eigentlich die Bread and Butter Kombos, wenn das eh nicht geht, weil hier eine blöde Wand ist. Junge, diese Stage. Und Upthrow? Ne. War dumm ist. Upthrow hätte wahrscheinlich schon gekillt. Nein! Tekken? Ja, kann ich nicht mehr tekken. Ist jetzt mal gut mit dem Scheiß. Holy shit, ey. Nur Specials, dieser Meta Knight. Ja. Tot! Yes! Oh, ist das frustrierend. Dieser Meta Knight, ey. Spielt man den nicht? Dashtag, Mann. Dashtag ist das einzig wahre, Mann, mit dem Internet und die Aerials. Nicht gemacht. Boah, der ist schrecklich. Wehgetan, dagegen zu spielen, ganz ehrlich. Jetzt aber bitte Kevans. So, jetzt will ich eine vernünftige Stage für Battlefield. Das muss alles anders laufen hier. Jetzt yes, muss das alles ein bisschen anders laufen gegen Peach. Oh, Peach. 3, 2, 1, los! Nein, Peach, lass es. Oh mein Gott, Peach ist so ein dummer Dreckscharakter. Durch viel Schaden, die ihn in kurzer Zeit gemacht hat. Fahr zur Hölle, Peach! Die Omega sag ich schon. Omega und Battlefield-Version. Die sehen halt auch richtig geil aus. Normales Stage-Layout im Hintergrund. Dann diese dunkle Atmosphäre, leicht mit Blau unterlegt. Lichtschimmer. Echt geil gemacht. Shadow Moses. Schon amazing. Ah ja. Input Reading wieder. Weiß, wann ich grabbe. Nice. Macht Spaß, gegen sowas zu spielen. Tja, da hast du wohl diesmal kein Input Reading betrieben, was? Sad for you. Wie schnell die diese Rüben werfen kann. Impossible! Kim Possible. Ah, still living.
Oh, wie konnte ich das überlebt haben? Das war komisch. Habe ich mal Glück gehabt. Muss ich einfach sagen. Das überlebt zu haben, das grenzt ja schon an ein Wunder. Natürlich den Jump gereadet. Oder, ja, im wahrsten Sinne des Wortes gereadet. Input Reading halt. Nein, Stitch Face. 20 Schaden, die scheiß Rübe da. Schmeißt du weg, danke. Tot? Nein. Battlefield. Okay. Schirm wurde halt genervt, tatsächlich. Ah ja, natürlich. Easy Money, die mache ich kaputt. Vor das Matchup tatsächlich für Peaches. Oh, weiß nicht, kann nix die Peach. Hey, Toad hat es zu oft gemacht jetzt. Jetzt weiß ich, dass er kommt. Ah, oh, mein Lieblingskombo wieder mit Inkling. Gänsehaut, ey, muss ich. So geil. Nicht nur an der Mucke, glaube ich, dass ich gerade so gut bin. Wow, die Box. Weit die noch kommt, ey, die alte. Nein, das hat nicht connected. Yes. Ja, Mann, richtig kastriert. So muss es sein. Ah, ich muss jetzt auch ein bisschen Frust ablassen hier wegen Meta Knight. Ah, jetzt kommt der Snake. Snake, dein Blut wird als erstes mit dieser neuen Waffe vergossen. Es ist mir eine Ehre. Ein Geschenk von deinem Bruder. Metal Gear Solid 1. Nicht wundern. So, jetzt kommt natürlich das geilste überhaupt. Einer der besten Tracks in Super Smash Bros. Ultimate. Es ist tatsächlich das Theme of Solid Snake. Ich liebe es. Es ist so gut, der Track. Versuche. Unbelievable, wie gut er ist. Inkling. Snake. Let's go! Theme of Solid Snake. Omega-Version. Das Matchup ist auf jeden Fall mega gut für Inkling. Ich pick ja auch immer Inkling gegen Snake. Das Black Bomb, die macht einfach so einen guten Job im Matchup. So ein geiler Track, ey. Hashtag. So komisch. Die Bots, die spielen als Snake nicht, wie man den spielen soll. Das ist halt komisch, das verwirrt mich ein bisschen. Kennt ja meinen Snake, wie ich den spiele. Ganz anders, ne? Ob ich da reinlaufe, habe ich doch gesehen, was da war. Ich doch gesehen und tschüss, Mann. Upthrow, up air. Da war das Zeitfenster, wo diese Kombo funktionierte und auch killte. Dim, dim. Dim, dim, dim. Ja, so leicht geht's nicht, mein Freund. Zieht hier ja auch ordentlich Start-up. Vielleicht lasse ich mich davon nicht wegschießen. Wenn man die Granaten zieht, kann man rein. Genau so meinte ich das. Roller.
Das Match war ich eigentlich ganz gut drauf mit Inkling. Das war knapp. Jetzt kommt die geilste Stelle. Und tschüss, Mann. So heroisch, wie er sie auch klingen mag. So heroisch ist der Abgang. Gleich hat er aber seinen Kill confirmed. Downthrow, Up-Tilt. 160 geht das. Oder er versucht einfach so Up-Tilt. Geht natürlich auch. Nein, nicht die Nikita. Will jetzt echt nicht sein, ne? Wer? Ja, ist doch klar. Tot. Ja! Oh, Penetration. Wenn ich ein Matchup kann in Smash Ultimate, ist das hier. Inkling Snake Matchup. So free für Inkling. Vor allen Dingen die schlechte Snakes. Okay, dann geht's zunächst mal Luigi's Mansion. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Daumen, falls ja. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.